Hallo YouTube, hier ist wieder Christiane, die Musikdramaturgin. Für meine Arbeit hier auf meinem Kanal lese ich manchmal richtige Bücher, nicht nur Textdateien von 350 Jahre alten Theaterstücken. Und ich dachte, wenn das Bücher sind, die es im Laden zu kaufen gibt oder in der Bibliothek zu leihen gibt, wie ich das meistens mache, die man auch noch in die Kamera halten kann, warum soll ich euch eigentlich nicht davon erzählen? Hier ist also mein erstes Büchervideo über den Roman Morgen und Abend von Jon Fosse. Dieser Roman ist im Jahr 2000 in Norwegen erschienen und 2001 in deutscher Sprache in der Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel. Der Titel steht für den Morgen und den Abend eines Menschenlebens, also die Geburtsstunde und die Sterbestunde von Johannes, einem Fischer, der in Norwegen in einem ganz kleinen Küstenort lebt. Entsprechend des Titels hat der Roman auch zwei Kapitel, nämlich eben eines für den Morgen, für die Geburt von Johannes, und eines für den Abend. Und dieses Abendkapitel ist nochmal unterteilt in einen Teil, da geht es ausschließlich um Johannes, der morgens aufwacht und merkt, irgendetwas ist anders, irgendetwas ist merkwürdig, aber er versucht so seine Tagesroutine durchzuziehen. Und einem sehr engen Freund von Johannes, Peter. Peter ist vor längerer Zeit gestorben. Aber Johannes begegnet Peter wieder und wundert sich und redet aber trotz dieses Sich-Wunderns mit Peter, als wäre nie irgendetwas geschehen, als wäre Peter nicht gestorben, sondern noch immer am Leben. Das ist der erste Teil dieses zweiten Kapitels. Der zweite Teil, da begegnet Johannes einigen Frauen aus seinem Leben wieder. Frauen, die zum Teil auch schon längst gestorben sind. Von der Geburt von Johannes erzählt Jon Fosse durch Gedanken und Gefühle von Johannes Vater Olai, auch der ein Fischer. Und der sitzt ziemlich nervös in seiner kleinen Küche neben der Kammer, in dem sein Sohn Johannes gerade eben geboren wird und macht sich Gedanken über Leben und Tod, über die Gefahr einer solchen Hausgeburt, bei der Mutter und Kind sterben können. Er macht sich Gedanken über Gott und den Teufel, wer lenkt die Welt, wie läuft das Leben. Er macht sich Gedanken über seine Familie und sein bisheriges Leben. Das Sterben von Johannes wird erzählt durch die Gedanken und die Erinnerungen des altgewordenen Johannes selbst. Und der wundert sich über Erscheinungen und Begegnungen, ist sich aber bis zum Schluss überhaupt nicht der Tatsache bewusst, dass er gerade das Leben verlässt. In diesem Roman wird viel gedacht, es wird wenig gesprochen. Man folgt Gedankenströmen oder Gedankengängen. Die Sprache kreist, sie kommt immer wieder auf bestimmte Punkte zurück. Und da entsteht so ein Puls von einem Gedanken denken, abschweifen, wieder zurückkommen zu diesem Gedanken, wieder abschweifen. Das hat so einen Rhythmus, der diese Gedankenströme strukturiert. Ich lese euch mal was vor aus dem zweiten Kapitel. Das ist eine Stelle, wo Johannes bereits seinem verstorbenen, eigentlich verstorbenen Freund Peter wieder begegnet ist und das erste Wundern über diese Begegnung ist schon abgeklungen, aber irgendwas ist immer noch komisch. Trotzdem finden die beiden in dem Moment zu einer ganz großen Vertrautheit. Du Peter, sagt Johannes. Du Peter, was ist mit dir, du Peter, sagt er. Und Johannes hört, dass das ziemlich dumm klingt und Peter dreht sich zu Johannes um und kommt auf ihn zu. Ja, es ist wie immer, sagt Peter. Es ist wie immer, ja, sagt er. Mit mir ist nicht viel los, aber das ist ja nie anders gewesen, sagt er. Und Peter setzt sich auf einen Stein neben der Stelle, wo Johannes steht. Und jetzt sitzt Peter da und schaut nach Westen übers Meer. Und dann nimmt er die Pfeife aus der Brusttasche von seiner Drillichjacke und eine Streichholzschachtel und er macht sich eine Pfeife an. Und Johannes riecht den guten Duft des starken Tabaks mit der salzigen Seeluft gemischt. Und Johannes denkt, er kann sich auch eine drehen. Und er nimmt das Tabakspäckchen aus der Jackentasche. Ja, du willst eine rauchen, ja, Johannes, sagt Peter. Und Johannes fängt an, sich eine zu drehen. Ja, das gehört dazu, sagt Johannes. Eine kleine Pause zwischendurch, ja, sagt Peter. Ja, sagt Johannes. Fosse schreibt in einer knappen, ruhigen Sprache,
beobachtet die kleinen Alltäglichkeiten. Das gibt diesem Roman unglaubliches Lokalkolorit, ohne dass man sagen würde, wir sind an der und der Stelle, an dem und dem Tag, bei dem und dem Wetter. Das fließt alles so mit ein. Und selbst wenn man sagen kann, viele Dialoge sind belanglos, auch der Dialog, den ich gerade vorgelesen habe, ich finde, es zeugt von einer ganz großen Vertrautheit zwischen den Figuren und man kann nachfühlen, dass da zwischen den Worten viel mehr liegt, als auf dem Papier steht. Ich habe mir, um der Übersetzung ein bisschen auf die Spur zu kommen, auch noch das Original aus der Bibliothek geholt, also den norwegischen Text, habe den Eindruck, dass der Sprachfluss wirklich sehr gut wiedergegeben ist und in wichtigen Fällen sogar der Sprachklang, sofern das zwischen den beiden Sprachen überhaupt übertragbar ist. Morgen und Abend von Jon Fosse, möglicherweise ein Buch für Leute, die mit Stille zurechtkommen, die ein Herz haben für ganz schlichte menschliche Regungen und die Größe, die da auch drin stecken kann. Warum ich dieses Buch gelesen habe, das ja nun wirklich nichts mit Musik zu tun hat, das findet ihr demnächst hier auf meinem Kanal. Einstweilen lasst mir gerne einen Kommentar da oder irgendwelche Anregungen. Ich freue mich auf euch und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, bis dann, eure Musikdramaturgin.